Wir haben jetzt von BVA, wir haben von Professor Scheffel unterschiedliche Veröffentlichungen, von Joachimsen. Wir haben in der Schweiz auch eine kleine Veröffentlichung gekriegt von der Ophthalmologie, was man eben mit Linsen machen kann. Und trotzdem, und wir haben jetzt auch jetzt vorgestern wieder einen Kollege in den sozialen Medien, hat gegen die Augenoptik, gegen die Myopie insgesamt so ein bisschen gestänkert, dass das alles nur ein Industriefake ist und in dem Sinne. So, die Frage ist, was kann man denen entgegen, außer denen die Studien vorzulegen? Kann man das auch irgendwie anders noch begründen, aus Ihrer Sicht? Aus der Schweiz, wie ist das? Also ein bisschen anders noch von der Optometrie und Augenärzte als jetzt in Deutschland. Ich kenne die Situation in Deutschland nicht so genau. Ich kenne sie jetzt in der Schweiz recht genau. Ich sehe das. Zuerst war schon große Hemmung da und überhaupt, ja, könnte das nicht einfach nur eben so ein Myopia-Creep sein im Sinn von Boom und Geldmacherei und so. Und das ist doch gar nicht so schlimm und das betrifft ja nur jedes dritte Kind, also was soll das, ist doch gar nicht so viel und so, oder? Die Mehrzahl ist ja nicht betroffen oder zumindest noch nicht. Also, aber es hat schon gewechselt, es hat schon geändert. Also Aufklärung auf fachlicher Ebene, argumentativ, hat schon geholfen. Wir hatten, glaube ich, jetzt nicht so irgendwie einen Streit zwischen Industrie, Ophthalmologie, Optometrie, sondern es wurde ziemlich schnell akzeptiert, dass eben Fakten da waren. Es gibt ja sehr, sehr viele medizinische Studien dazu. Also nicht Optometristen, die Augenärzte überzeugen müssen. Glücklicherweise sind es Augenärzte, die ihre eigenen Kollegen überzeugen durch ihre Studien. Und das war vielleicht der Schlüssel dazu, diese Leute zu gewinnen, dass da doch etwas ist. Ich muss aber schon sagen, dass es nach wie vor sehr stiefmütterlich behandelt wird in der Schweiz. Also selbst in Bern, wo ich das Gefühl habe, es ist relativ positive Stimmung da, herrscht immer noch. Also die Zuweisungen, es gibt keine Biometrie in den Praxen, es kümmert sich nicht, ob die Augenlänge wächst oder nicht. Man kann es ja mit einer Brille machen. Und die schlimmste Aussage, die ich gehört habe, war, das spielt doch gar keine Rolle, ob die kurzsichtig werden, da mache ich sowieso nachher lasig. Dann ist das Problem ja gelöst. Gibt es wohl? Sprechen wir nicht vom gleichen Thema. Fachlich dürfte man ja mal die Frage stellen: Ist nicht die Oberflächengeometrie nach LASIK bei Kurzsichtigkeit nicht ähnlich wie ein orthokeratologischer Effekt? Ne? Denn die periphere stärkere Wölbung, die dürfte ja letztlich die periphere Netzhautunschärfe doch etwas besser aufheben. Das wird man vielleicht mal interessanterweise, wenn sich mal jemand dahinter klemmen würde, mal vergleichen können. Aber es ist natürlich nicht gezielt darauf hingearbeitet, die periphere Netzhautunschärfe, den peripheren Defokus irgendwie zu richten, sondern natürlich die Kurzsichtigkeit zum Behandeln. Zack. Ne? Insofern ist das vielleicht ein Nebeneffekt. Aber da die LASIK ja sowieso erst stattfindet, wenn der Augapfel ausgewachsen ist, das ist ja sowieso für die Füße. Also nicht eine Kritik, ist irgendwie an der Ophthalmologie gewesen sein. Also das war einfach eine Aussage, die gesagt hat, okay, Moment, ich glaube, wir haben noch nicht kommuniziert, was unser Hauptanliegen ist. Mhm. Das Hauptanliegen ist ja nicht, die Leute zwingen, ich habe ja nur minus 4 Dioptrien statt minus 8 in der Brille oder so, das ist nicht unser Hauptanliegen, die Ästhetik. Unser Problem oder was mein Problem ist, dass ich eben die Kinder nicht mit einem langen Auge hinterlassen will. Das ist das, was ich eigentlich will. Mir geht es nicht darum, ob die Linse, die Kontaktlinse, die es dann mit 30-Jährigen trägt, dann nur minus 4 draufsteht, statt minus 6 oder minus 8, das ist eigentlich egal beim Einsetzen. Ja, sondern kannst du die Brille machen. Also das nicht. Aber vielleicht kurz zur LASIK. Orthokeratologie hat insofern den positiven Effekt, dass es tatsächlich eine Aufwerfung macht und damit einen positiven Effekt, eine Art Addition macht. Das passiert bei der LASIK nicht, da wird nur zentral abgetragen. Ja. Es gibt keine Aufwerfung in der Peripherie. Insofern wäre es spannend, ob so etwas, wie sich das auswirkt auf die Netzhaut. Meine Hypothese wäre, es hat keinen positiven Effekt. Kann es ja nicht haben, weil die Leute zu alt sind. Ja, da ist ja kaum noch Wachstum da. Nein, auf die Brennebene, auf die Fokusebene, genau. Das könnte man ja auch besser mit Abrasion. Ja, das kann man. Genau, also es ist relativ schnell. Es ist schon wichtig, glaube ich, diese Aufklärung dann durchzuführen, weil es den Patienten ja auch nicht klar ist, dass sie nach einer LASIK ja immer noch anatomisch gesehen tatsächlich sind. Ja. Das wissen die meisten gar nicht. Das ist auch nicht so, das sind Fake News. Aber das sind die völlig erschrocken, wenn man sagt, naja, es hat sich ja nichts geändert, das Auge ist immer noch langsam, immer noch diese Risiken. Und das muss man denen eigentlich, das wirklich gehört zur Aufklärung dazu. Auch beim gelaserten Patienten. Auch vor allem gerade bei denen. Ja. Die pflanzen sich ja dort.
Bild. Genau. Bei der Optometrie in Deutschland, wie machst du das? Du hast ja viele Vorträge bei Augenoptikern, Optometristen. Ja. Wie ist die Reaktion, wenn sie sagen, ja, das ist irgendwie, diese Epidemie gibt es ja gar nicht? Ja klar, also es gibt natürlich immer auch Augenoptiker, wie in jeder Berufsgruppe auch, die halt einfach resistent sind gegenüber solchen neuen Dingen. Und ich weiß nicht, ob es an Ignoranz liegt oder an Faulheit, ich kann es einfach nicht sagen. Aber im Prinzip ja, kann man schon sagen, dass es langsam auf dem Vormarsch ist. Viel zu langsam, das muss man auch sagen. Aber ich denke schon, dass es auch in den nächsten Jahren dann nochmal eine starke Zunahme gibt. Also wenn man denkt, das hat ja eigentlich erst in den letzten 2-3 Jahren so richtig angefangen, auch bei uns zu boomen auf den Tagungen und so weiter. Und wenn das da mal ein bisschen vorangeht, hoffe ich einfach, dass es noch schneller geht und sich mehr dafür interessieren. Noch ein bisschen mehr Leute zu tagen, um sich dann eben auch das Thema zu diskutieren, das ist noch eine andere Geschichte. Ja. Nicht immer die gleichen, genau. Genau. Wir 400 Jahre wissen ja ein bisschen über dieses Thema. Die WHO hat ja jetzt vor 2-3 Tagen quasi eine Welt-News gebracht, eben über die Myopie. Also die WHO hat gewarnt, zumindest in unseren Medien, in der Schweiz war es dann doch tatsächlich, es kam sogar in den Tagesthemen und so weiter, war ich dann doch positiv überrascht, weil wir ja, du weißt es, wir hatten eine Sendung Puls, die das thematisiert hat, aber das Thema war dann nur, warum weiß unser Bundesamt für Gesundheit nichts über die genauen Zahlen der Kurzsichtigen in der Schweiz. Das war dann das Fazit einer Gesundheitssendung. Warum weiß das Bundesamt nichts? Das ist ein bisschen schade. Genau. Und zum Glück hat die WHO jetzt zumindest mal, man kann auch über diskutieren, über die Argumente, die sie geliefert haben, aber es ist immerhin offiziell jetzt, die Weltgesundheitsorganisation kümmert sich darum und sorgt sich um dieses Thema. Ich denke, das könnte helfen, weil es ist jetzt nicht mehr eine lokale Institution oder ein lokaler Fachmann, es ist die Weltgesundheitsorganisation, die sich darum kümmert. Aber ich möchte an der Stelle auch einfach nochmal in den Raum stellen, ob das wirklich auch die Notwendigkeit ist, dass das jetzt von uns unbedingt gepusht werden muss. Eigentlich muss es ja von oben, vom Staat, vom Gesundheitsministerium und so weiter gepusht werden. Das ist eigentlich die Aufgabe. Also wir machen ja eigentlich die Arbeit für die, was eigentlich in deren Zuständigkeit läge, das entsprechend einzuleiten, dass überhaupt die Voraussetzungen, Abrechnungen und so weiter getroffen werden kann. Ja. Da muss man natürlich ganz grundsätzlich jetzt mal auch vorsichtig sein, wenn man glaubt, die obersten Behörden würden das jetzt verantwortlich übernehmen müssen, dann werden die auch irgendwann die entsprechenden Organisationen, sprich Vergütungen, entsprechend organisieren. Und da sind wir in Deutschland immer die Gekniffenen. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Ja. Ja. Also, Frau Maria Esmeipel, ich wohne in Wien, keine finanziellen Interessen. Ich mache zwar Forschung, UP-Forschung mit Findel, Oliver Findel, kriege aber kein Geld dafür. Machst du was falsch? So kenne ich doch jemanden. Aus Liebe zur Forschung. Und wenn Sie alle sagen, jeder hat eine andere Angehensweise, jeder hat eine andere Philosophie, LASIK, Atropin, OTOK und so weiter. Da ist ja eine riesen Datenmenge vorhanden, auch bei euch hier allen. Und pushen heißt für mich Lobbyarbeit machen und am besten macht man es, wenn man Daten hinter sich hat. Können wir nicht eine Art Myopie-Register haben, wo wir uns einigen, welche Parameter brauchen wir in dem Register und die führen uns dann anonymisiert zusammen, ohne irgendwelche Datenschutzverletzung. Das gibt's ja, das machen ja die Diabetiker, da gibt es Register und zum Beispiel Sweetheart für Herzen gibt es Register. Ich weiß, die sind aus der nationalen Rohrebene, aber warum nehmen wir es nicht in die eigene Hand? Ich glaube nicht, dass es allzu schwer ist, man muss nur einfach anfangen, sich zusammenzusetzen als Verbände. Ich glaube, die Sache ist schon ein bisschen schwieriger, weil wenn das nachher als Ergebnis akzeptiert werden soll, dann muss das Studiendesign vernünftig aufgebaut sein. Keine Studie, Register. Ja gut, wenn es ein Register ist, also was will man dann nachher damit aussagen? Ne? Erstens ist es ein Problem, damit Hypothesen generieren kann man schon mal und dann, also irgendwo fängt man an, Daten zu sammeln haben wir und Trends zu. Im Prinzip sind wir uns auch alle gar nicht, gar nicht uneinig bei der ganzen Geschichte, weil es jetzt eben hieß, wir hätten verschiedene Konzepte, die haben wir ja gar nicht. Also so sehe ich das. Korrektur, wenn es anders ist oder wenn es anders ankommt. Aber es gibt natürlich schon durchaus eine ganze Menge gesammelte Daten, die auch ausgewertet vorliegen. Da brauchen wir uns jetzt nicht krumm zu machen und weitere Daten zu sammeln, um das zu bestätigen, was schon bekannt ist.
Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die Akzeptanz in einzelnen Kreisen, die meinen, da wäre nichts zu machen. Ich zitiere einfach nur, Orthokeratologie, davon halte ich überhaupt nichts. Zweites Zitat war auch mit Titel vor dem Namen, ohne Namensnennung. Orthokeratologie, das scheint ja doch zu funktionieren. Ich sage jetzt auch nicht, von wem es kommt. Aber es ist so, dass viele, die sich damit schon länger beschäftigt haben, das natürlich schon wissen, dass natürlich auch eine gewisse Größenordnung da ist, wo es nicht funktioniert. Das wissen wir auch. Ja? Es gibt auch, sagen wir mal so, sehr erfolgreiche Fälle, wo man sagen kann, prima, Kind ist nur minus 4 geworden und Eltern sind minus 9 und minus 12. Ja? Jetzt kann man sich überlegen, ist der genetische Faktor da? Frank Schäffel sagt, 10% etwa, ja? 160 Gene etwa. Aber wir müssen uns jetzt nicht krumm machen, um die Daten noch zu sammeln, die gibt es schon. Also wenn das Register da ist, dann ist das auch immer wieder eine Frage, was will ich denn registrieren? Will ich nur Dioptrien registrieren oder will ich Namen registrieren? Namen gibt es wieder Schwierigkeiten, Datenschutzgrundverordnung und so ein Firlefanz, ja, wird man ja wieder gekreuzigt und geviertelt und so weiter. Ja. Da ist man dann ja auch schnell wieder in anderen Schwierigkeiten. Also ich denke, ich wollte es nur anregen, ja, ich wollte jetzt nicht im Detail sagen, dass wir es jetzt unbedingt so oder so machen. Ich wollte es nicht als Studie anregen, sondern als Real-World-Evidence anregen, wo man damit vielleicht, wenn man jeder einzelne von uns hier hat, Daten bei sich irgendwo in Karteikarten, wo man wirklich Zehntausende und Zwanzigtausende dann von, oder 100.000, 50.000, wenn man Österreich, Schweiz und Deutschland zusammennimmt, haben wir eine viel höhere Evidenz als Studien, die nur 1.000 oder 2.000. Und wenn Sie sagen, also in Österreich, haben Sie sich gerade schnell nachgeschaut, wird es erstattet, also die Wiener Gebietskrankenkasse erstattet erst ab 6 Dioptrien Fehlsichtigkeit. Ich laie nur gerade geschaut, aber ich habe gehört, es gibt eine Studie, also Daten, die sagen, man muss so früh wie möglich beginnen, etwas zu tun. Ja. Vielleicht brauchen wir dann größere, es ist, ja, Daten ist, glaube ich, das falsche Wort, da haben wir uns falsch verstanden. Real-World-Erfahrung, die zusammengetragen wird. Es gibt schon solche Sachen, also ich weiß eben, dass natürlich vom BVA wurden Empfehlungen ja gemacht aus Deutschland und auch die Schweiz, die Swiss Academy of Ophthalmology hat ja auch Empfehlungen herausgegeben oder zumindest mal eine Übersicht. Oder? Aber es stimmt schon, es gibt noch die IMI, also die International Myopia Institute, die auch Empfehlungen gemacht hat und die sind nicht so falsch. Also man kann immer darüber diskutieren, ob man vielleicht bei plus 0,5, wenn bei einem 4- oder 6-Jährigen schon reagieren sollte, weil es offensichtlich ist, dass er in die Myopie rutscht, oder ob man eben erst bei minus 0,5 oder minus 1 beginnt, wie das so hier in unseren Kreisen so das Übliche ist. So. Ab minus 1 machen wir was, da ist ja eindeutig, oder? Für mich etwas zu spät. Aber es gibt schon Empfehlungen, ich würde das Institut, Myopia Institut, das International, würde ich eigentlich nehmen als erstes Gremium. Das ist gut abgesichert, das ist gut verankert, die haben auch Zugang zu Daten und Zahlen. Und die Zahlen sind, wie das eben schon gesagt ist, die Zahlen sind da. Das Bundesamt müsste nur einfach die Zahlen so filtern. Aber das macht Arbeit und Arbeit ist nicht angenehm. Arbeit kostet Geld. Aber so ganz so einfach finde ich es jetzt wirklich nicht, solche Richtlinien auch selber für sich zu erstellen. Es ist nicht so, dass man irgendwo nachlesen kann und sagen, zwischen 3 und 6 Jahren nehme ich das und das. Genau. Das muss man sich dann selber zurechtlegen. Das haben wir in der Praxis gemacht, dass wir uns so Risikofaktoren ausgesucht haben und die dann klassifiziert haben, die Kinder, dementsprechend dann. Nach der Literatur muss man das ja dann wieder interpretieren, was sagt uns eigentlich die Studie, die dann wieder klassifizieren und sagen, okay, das Kind kriegt dann, weiß ich nicht, 0,01, das kriegt 0,025 und das kriegt 0,05. Oder dann gehe ich dann direkt auf bifokale Kontakten. Also so ganz so einfach finde ich es nämlich überhaupt nicht. Und was man jetzt hier auf der DOG ja mitgehört hat, was eigentlich völlig klar ist, das Ziel muss ja die Achsenlänge sein und das macht ja keiner bei uns routinemäßig. Hat noch keiner in der Praxis routinemäßig gemacht. Wir machen das bei uns in der Praxis jetzt routinemäßig. Auch die Kinder, die kein Atropin oder keine Therapie bekommen, die werden jedes Mal, wenn sie kommen, alle 6 Monate wird einfach mal gemessen, wie da das Wachstum ist. Weil auch normale
Normwerte gibt es ja gar nicht. Was ist, wie wollen Sie den Effekt von Ihrer Therapie denn festlegen? Nur in der Refraktion ist es auch nicht. Mit welcher Technik? Bei Kindern 3 Jahre, 4 Jahre, wird das ja schwierig, die vor einen IOL-Master zu setzen. Okay, das ist jetzt aber nicht gerade 100% unserer Kinder. Ja, klar. Ich frage jetzt ja nur, um die Grenzwerte mal so ein bisschen auszuloten. Obwohl, haben wir aber auch schon gemacht. Ja, also vier, ja, das geht gut. Wenn ich kurz sage, 4 war, glaube ich, das jüngste Kind, was es beim IOL-Master was hinhaut, aber alles runter ist. Also optisch ab 4 Jahren, als auch unsere Erfahrung geht. Ja.